Liebe Grüße aus dem Friedenscamp. Wir haben Dienstagnachmittag, wo der offizielle Plan ursprünglich jetzt zu Ende geht. Es haben einige schon die Abreise angetreten. Aber es gibt eine gute Nachricht, das Camp wurde verlängert. Und zwar bis Freitag hier an dem gleichen Standort. Eduard hat die Versammlungsleitung an Christoph abgegeben. Und alle Details, die wir jetzt erstmal kurz halten, erfahrt ihr jetzt. Eduard, möchtest du noch was zum Abschied sagen? Weil du wirst ja die jetzt auch abreisen. Und mit dem großen LKW, wo viel Technik drin ist, die uns jetzt leider fehlt, aber wir kommen klar. Er hat uns noch ein bisschen was dagelassen. Ja, das Fahrzeug ist für solche Kundgebungen da. Wir sind jetzt seit dem 3. August hier. Das heißt, wir waren zunächst in der Hofjägerallee. Dann sind wir umgezogen, jetzt direkt vor das Siegesdenkmal. Siegesdenkmal, das Symbol für unsere Wünsche und für unsere Ziele. Freiheit, Frieden und soziale Sicherheit. Wir haben das geübt, basisdemokratisch, mit einer großen Gruppe Menschen, die sich erstmals kennengelernt haben hier im Camp. Es kamen dann auch Gäste dazu natürlich aus Berlin. Die Energie hier war sehr gut, dass wirklich, wir haben alle Lust bekommen auf Basisdemokratie, auf eine neue Politik in diesem Land. Und wir haben hier, und es war auch die Absicht und das Ziel, neben unserem gemeinsamen Nenner, den wir haben, weswegen wir auch am letzten Samstag auf die Demo gegangen sind, neben dem gemeinsamen Ziel haben wir eine wirklich schöne Gemeinschaft gebildet. Alle sind begeistert von dem Camp, auch im Vergleich mit anderen solchen Veranstaltungen. Ja, und wir haben jetzt so viel Lust an uns selber und an dem, was wir hier die ganze Woche gemacht haben, bekommen, dass wir nächstes Jahr wieder hier sind. Allerdings, wenn wir uns auch wünschen, dass wir nächstes Jahr hier ein wirkliches Freiheitsfest feiern können, weil wir uns ja Veränderung wünschen, eine große Veränderung in diesem Land. Mal sehen, wie es kommt. In der Zwischenzeit werden wir jeder für sich an seinen Standorten, wo wir sind, weiter genau für unsere Ziele eintreten. Und nächstes Jahr werden wir wohl gucken, wie weit wir gekommen sind. Ja, also ich kann an der Stelle erstmal einen riesen Dank an alle Menschen ausrichten, die uns hier unterstützt haben. Mir fehlen fast die Worte dafür. Also wir müssen das hier erstmal verarbeiten und ich kann es kaum fassen, wie das hier sich jetzt entwickelt hat. Ich wäre eigentlich letzte Woche Montag schon abgereist und jetzt bin ich noch eine Woche länger, also insgesamt 2 Wochen länger hier, weil ich einfach gemerkt habe, hier ist eine Aufgabe für jedermann. Ja, jetzt ist es so, wir haben viele Vorträge gehabt, die sind auch fast alle dokumentiert. Nicht alle wollen vor der Kamera auftreten und es ist ja auch eine gewisse Privatsphäre hier gegeben. Die muss man respektieren, aber ich schätze es im Moment auf zwischen 20 und 30 Stunden Filmmaterial, was ich, sobald es geht, online stelle, weil wir jetzt wieder einen Umbau haben, komme ich einfach nicht dazu. Aber deshalb hier der Beitrag erstmal, dass ihr wisst, was aktuell der Stand ist. An der Stelle auch vielen, vielen Dank an Ronja und Norman, die mir hier im Wohnmobil einen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt haben, so dass ich zumindest mal die ganzen Daten sichern konnte. Muss ich halt jetzt schauen, wie ich das diese Woche regle. Aber wir sind hier so gut vernetzt, auch mit Bewohnern aus Berlin, die uns hier unterstützen. Da findet sich auf jeden Fall ein Platz. Und jetzt ist Christoph an der Reihe, der sich dazu bereit erklärt hat, die Versammlungsleitung nicht nur stellvertretend, sondern jetzt auch an erster Stelle zu übernehmen. Ja, danke für deine einleitenden Worte und für alles, was du uns beigetragen hast mit all deinem Wissen, deinem Know-how, deiner unkomplizierten Art, deiner einfachen gütigen Haltung, dass alles funktioniert, wie es sein sollte. Und ich habe so eine Freude, mit Menschen zu sein, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Ja, und da habe ich eine Haltung dafür, dass wir wirklich in die Liebe, in den Frieden kommen und im Frieden miteinander reden. Und wir haben die Werkzeuge dazu gelernt hier im Camp. Ich habe das erste Mal live konsensiert. Ronja hat uns das gestern beigebracht.
Und wir haben Tools, die uns weiterbringen, wenn wir auch im Gespräch, also Redestabrunden oder auch Zeitbegrenzungen müssen sein, weil manche Redebeiträge zu lang werden. Ich labere auch immer gerne. Und deswegen höre ich jetzt einfach mal auf. Und wir machen weiter. Hier bis zum Freitag. Freitagmittag werden wir dann an einen anderen Ort, der gerade erkundschaftet wird, umziehen. Innerhalb Berlins. Und der wird mitgeteilt. Der Flo macht das mit Sicherheit über seinen Kanal und über die Telegram-Kanäle, die euch ja bekannt sind. Ja, und da tragt ihr natürlich auch einen super Teil dazu bei, wenn ihr das teilt. Also der erste Beitrag hier über das Camp, das ist im Moment das meist angesehene Video auf YouTube, das meist aufgerufene. Und da merke ich einfach, wenn man die richtigen Sachen macht und das Interesse da ist, dann zieht das eine Sache hinter sich her, die einfach unfassbar ist. Wir werden uns gleich auf den Weg machen, den Ort besichtigen. Und wenn der Ort feststeht, werden wir uns natürlich so schnell wie möglich mitteilen. Aber ansonsten gucken wir jetzt erstmal, dass wir alles hier soweit geregelt bekommen. Es gibt für alles eine Lösung. Und auch wenn Diskussionen hier wie heute Morgen auch mal etwas länger dauern, das braucht einfach seine Zeit. Jeder Mensch hat seine Erlebnisse, seine Trauma, die hier verarbeitet werden. Das haben wir in den letzten Tagen hier vor allem in Erfahrung gebracht, weil wir uns jetzt privat auch mehr näher gekommen sind. Nicht nur auf den ganzen Demonstrationen, wo man sich mal kurz sieht und nach der Demo ist dann wieder schnell Abreise. Also die Zeit hier war sehr, sehr wertvoll und wichtig. Das werden wir auch alle mit in unsere Region bringen, wo wir zu Hause sind und dann damit da weiterarbeiten. Und natürlich steht auch schon in irgendeiner Weise fest, dass das hier nächstes Jahr wieder stattfindet. Die Kanäle sind alle verlinkt. Wir haben auch in den letzten Tagen andere von freien Journalisten hier gehabt, die auch teilweise live gestreamt haben. Die Links suche ich noch raus. Ich habe mit allen, soweit es ging, Kontakt aufgenommen, damit ihr auch ein bisschen was aus anderen Blickwinkeln seht. Ansonsten schauen wir jetzt einfach mal, wie die Woche läuft. Auf jeden Fall, denke ich mal, weiterhin entspannt. Und Freitag finden wir dann auch noch einen Weg, wie es weitergeht. Also bis zum Wochenende sind wir da mit etwa fast der Hälfte von denen, die jetzt die ganze Woche da waren. Ich habe gerade eben gesehen, dass hier unsere Gabi uns 3 Stühle bringt. Und das sind solche Beiträge, die hier einfach vor Ort entstehen, weil es wird gesehen, was gebraucht wird. Eine Leinwand könnten wir noch gebrauchen. Und diverse Tische. Mit dem Eduard geht leider unser schönstes Bühnenmaterial und die Leinwand, die wir gestern Abend als letztes sehr würdevoll mit Bildern einer Künstlerin bespielt haben. Und das war sehr berührend. Dass sie ihre Bilder uns zur Verfügung gestellt hat. Ja. Das war auch das heftigste Erlebnis, glaube ich, hier, also vom Vortrag her. Und das gab es auch nur hier in diesem Kreis zu sehen. Sie möchten natürlich nicht, dass das rausgetragen wird. Und da kann ich nur sagen, wenn ihr sowas hier besucht, dann erlebt ihr Sachen, die ihr euch nicht ausdenken könnt. Ja, also gerade zum Filmmaterial, wenn der Flo jetzt sagt 30 Stunden, hab keine Angst. Das Besondere an diesem Filmmaterial ist, dass es aus einem Programm entstanden ist, das nicht geplant war. Und das über eine ganze Woche, jeden Tag dicht, ein dichtes Programm. Und das meiste so interessant, dass daraus eben 30 Stunden Filmmaterial geworden ist, mit dem Schwerpunkt Lösungen finden. Und wir können gespannt sein, was da drauf ist. Es ging darum, nicht so sehr die Wirklichkeit anzuklagen, sondern wirklich für unsere Zukunft neue Lösungen zu finden. Jetzt möchte ich dir noch danken, Flo. Unser Florian hat eine perfekte Dokumentation mit bescheidenen Mitteln hingelegt und seine Arbeit könnt ihr ja dann wirklich selber sehen. Danke, Flo. Ja, es ist zwar nicht perfekt, ich habe einen hohen Anspruch an mich selber und war jetzt auch nicht so vorbereitet.
Ja, jetzt kann man viel sagen, hätte ich das vorher gewusst, hätte. Aber wir haben alle draus gelernt und Verbesserungsvorschläge gemacht. Das wurde hier alles besprochen. Wir müssen auch noch alles notieren, auch Erlebnisse. Das können wir jetzt hier nicht gar nicht so schnell zusammenfassen. Aber ich versuche das die Woche alles noch irgendwie festzuhalten und dann bekommen die das im Nachhinein über das ganze Jahr, würde ich mal sagen, zu sehen. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr nächstes Jahr mit hier hinkommt. Denn das Ziel ist, nicht nur hier diesen Platz bei der Siegessäule, sondern rund um die Siegessäule rum und vielleicht noch die ganze Straße des 17. Juni zu besetzen und so lange zu bleiben, bis wir endlich den Frieden haben, den wir fordern. Und jetzt noch eine schöne Woche. Vielleicht hat jemand noch Zeit, vorbeizukommen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Und das war das Motto, was hier im Camp eigentlich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ja, das kann weitergehen und es kann größer werden. Und wenn einer geht, lässt er ganz viele Gedanken da und auch Hoffnungen da. Und dann kann der Nächste diesen Platz einnehmen und kann gerne hierher kommen und uns unterstützen bei der Weiterführung des Friedenscamps in Berlin. Es ist jetzt kurz vor 21 Uhr. Hier ist soweit wieder alles eingerichtet. Also nicht erschrecken, wenn ihr kommt und es steht kein Pavillon mehr. Es kann natürlich sein, dass zwischendurch nochmal welche dazukommen oder abreisen, aber eher das Erste. Der demokratische Widerstand war heute auch zu Besuch und hat uns die aktuelle Ausgabe vom 10. August und die ältere Version vom 6. Juli vorbeigebracht. Und es geht hier natürlich bei der aktuellen auch um die Demonstration vom 3. August. Ich habe auch schon ein Foto von mir entdeckt, was ich dem Hendrik zugesendet hatte. Vielen Dank dafür. Ihr könnt euch bedienen. Wir haben hier einen ganzen Stapel bekommen. Und jetzt noch einen schönen Abend. Scheiß Mücken hier. Oh.